Ausgabe von Let's Play Survivalcraft, der Alternative zu Minecraft PE. Was ich hier gut finde, ist, dass die hier das Crafting-System vom PC haben. Die haben ja auch mehr Tiere, wie man schon sieht. Die haben ja auch fliegende Viecher. Also sind schon ein paar mehr Tiere. Und gehen wir erstmal ein bisschen Holz häckle. Ah, so. Ich spiele mit dem Texture Pack, das manche sicher auch vom PC kennen, nämlich mit Sfax. Ja, wie ich finde, ein sehr gutes Texture Pack. Wenn ihr andere Vorschläge für ein Texture Pack habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Vorschlag oder auch Vorschläge zu Maps oder anderen Sachen. Auch alles wieder, wie immer, in die Kommentare. Was ich aber sehr schade finde, ist, dass man dieses Spiel nicht mit mehreren Leuten spielen kann, sonst würde ich das wahrscheinlich machen. Ich weiß, ich rede im Moment wieder sehr viel. Mann, das brauche ich doch nicht. Wer braucht das Drecksding? Ach, fick die Henne, ey. Wie viel Spiel haben wir? 14.24 Uhr, okay, ich habe noch Zeit. Ach, ich habe eigentlich noch nur über eine Stunde Zeit, um meine Schwester abzuholen. Ach, Mama, ey. Ich bleibe einfach bis 3 oder so hier. Oder kurz vor 3, viertel vor 3 oder so. Ja, ich bleibe einfach bis 3 und starte von der Bahn. Mein Gott, ey, was wollen die mit ihren... Ach ja, und bei Survivalcraft braucht man im Prinzip gar kein Werkzeug. Aber es lohnt sich, Werkzeuge zu machen. Sonst verkackt man nämlich sein ganzes Leben. Glaub schon. Danke. So. Ich bin irgendwie immer etwas nervös, wenn ich eine neue Welt anfange, auch bei Minecraft. Weil ich nicht so gerne meine alten, guten Welten aufgebe. Ich werde mich wahrscheinlich direkt hier am Strand einnisten. Mein Gott, ey. Komm schon, Baby, gib's mir. So, dann entledigen wir uns gleich dieser Dinge. Tschüss. Und hier gibt es nur 40er Stacks. Das finde ich manchmal sehr nervig. Ah, hier ist schön. Dann können wir direkt auf den Dingern hier uns ein schönes kleines Häusle bauen. Und hier braucht man keine Betten zum Schlafen. Es gibt deswegen auch keine Schafe. Was ist süß? Gruppenficken. Nein, das kommt von Qatar Airways. Ich will mich nicht sehr lange mit den Holzwerkzeugen aufhalten. Ich mache mir dann jetzt nur die Spitzhacke und will dann sofort auf die Steine. Der Gesamtschaden wird auf 46 Euro geschätzt. Was steht denn da? Ach, aber geil. Triple, einfach nur geil. Ich drücke jetzt einfach auf, gefällt mir. Achso, Triple, ja. Bayern hat Triple gewonnen. Ach, scheiße, das muss ich ja wieder zurücknehmen. Was denn? Das Bayern-Triple. Das geht ja gar nicht. Geil. Nicht viele in meiner Klasse waren dafür. Aber der Ichiro ist auch Bayern-Fan. Das finde ich sehr gut. Mein Gott, ey. Leck mir die Eier. Ist das viel Erde. Ah, danke. Hier gibt es auch keine Zombies oder so. Hier gibt es nur Wölfe. Und Werwölfe. Schön wäre es, wenn wir direkt jetzt auf Kohle oder sowas stoßen würden.
Ich werde wahrscheinlich auch eine Survivalcraft Adventure Map machen. Gott, Alter, leck mich. So, dann schmeiße ich das ja direkt mal weg. Ins Meer. Und natürlich regnet es wieder. Was habt ihr denn anders erwartet? Boing, boing. Autsch. Ist das die Möglichkeit? Da haben wir mal Eise gefunden. Und wie ihr seht, kann man Eisen auch hier mit einer Holzspitzhacke abbauen. Alter, ich erkenne gerade gar nichts. Das einzige Problem ist, wir haben halt keine Kohle, mit der wir das Eisen brennen können. Alter, leck der Nutte ihre Muschi, ey. Wie viel Eisen ist denn hier? Mein Gott, ey, direkt kommen wir an und es regnet. Ups. Ich glaube, da müssen wir uns nicht mal mehr mit Steinwerkzeugen aufhalten. Und mit diesem Sonnenuntergang beende ich dann auch diese Aufnahme. Bis dahin. Oh, Kürbisse. Locht ein. Leute.